So, da wir momentan ja recht viele Angestellte haben und so wie ich das sehe, kaum feindliche Agenten bei uns rumturnen, dafür aber jede Menge Touristen rumtanzen, sollten wir mal ein wenig an unserer Bekanntheit arbeiten. Warnung, feindliche Personen in Basis. Mission braucht noch ein wenig, okay. Ihr seid am Verstecken, das müsst ihr gar nicht. Ihr... Machen wir kurz Pause. Was bringst du? Bekanntheitsgrad 5. 5 Arbeiter, 3 Techniker. Haben wir gerade nicht. Was hast du? 3 Wachen, 3 Kammerdiener, 3 Techniker. Schwierigkeitsgrad 4. Bekanntheitsgrad 10. Also 3, 3, 3. Das kriegen wir hin. Brauchen wir immer noch 2 Techniker, 1 Kammerdiener. Die schnappen wir uns... Hier. Das wird zu viel. Du kannst ruhig da bleiben. Es fehlt, glaube ich, immer noch ein Techniker, genau. 3. Also ein Techniker, ein Techniker, Techniker. Wir könnten die vom Verschwören abziehen, aber das sollten die eigentlich ganz gerne weitermachen. Haben wir hier noch einen Techniker? Nö. Na gut, dann halt dich abziehen. Und dich dahin. Also, 3 Kammerdiener, 3 Techniker, 5 Wachen. Und nochmal ein Kammerdiener und eine Wache extra. Sehr gut. Der da unten sollte noch verschwören. Und der Rest ist am Stehlen. Richtig? Und du kannst nach Hause. Komm, da alleine rumzugucken, macht doch nichts. Du bist am Verspüren. Ihr seid am Stehlen. Könnt ihr noch 2, 3 Kammerdiener gebrauchen? Gut. So, Mission annehmen. Mission beginnt. Die Mission müsste eigentlich gleich fertig sein. Oder auch nicht. Na gut. Was sagt die Basis? Die Basis sagt, keine neuen Ziele. Das ist doch gut. Du sollst aber in der Nähe der Basis bleiben. Am besten da. Gibt es bei unseren bösen Leuten irgendwas Neues? Nö. Die sind wohl abgezogen. Strom sieht auch gut aus. Geld sieht auch gut aus. Ja, doch, soweit läuft es echt gut. Ich hätte jetzt gerne die Forschungssachen, damit ich hier loslegen kann. Aber das dauert wohl nicht mehr allzu lange. Es ist nicht alles Gold am Buddha. Viel haben wir verloren. Viel. Wut ist tierisch hoch, also alle aus den orangenen Gebieten abziehen. Und wo bringen wir euch mal hin? Hier hin. Denn hier werden wir bestimmt... Ich würde gerne nach Japan, so. Denn hier werden wir bestimmt auch recht viel verlieren. So ist okay. Und weiter im Text. Das heißt, wir müssten doch jetzt eigentlich die Forschungsdinger bauen können, oder? Jetzt können wir es. Forschungsmaschine. Forschung ermöglicht Ihnen die Entdeckung neuer nützlicher Objekte, die Sie in Ihrer Basis herstellen können. Wenn Sie eine Datenbank und eine Forschungsmaschine besitzen, werden wissenschaftliche Bedienstete, die nichts Wichtigeres zu tun haben, in Ihrer Basis umherwandern und alles auf seine Eignung für Forschungszwecke überprüfen. Nach und nach werden Sie Objekte entdecken, die mit ein wenig Forschung hervorragende Ergebnisse bringen. Diese Gegenstände werden im Forschungsbildschirm aufgelistet. Forschung in Auftrag zu geben funktioniert ganz einfach. Wählen Sie einen Gegenstand und einen oder mehrere Laborapparate aus dem Forschungsbildschirm aus und drücken Sie den Los-Button. Mit dem Leistungsansporn-Button können Sie Apparate, die keine Ergebnisse liefern, entfernen, was Sie allerdings etwas kostet. Für mich sah das nicht gerade sehr einfach aus, aber na gut. Gucken wir mal. Erstmal brauchen wir Platz. Sie können jetzt ein Labor bauen. Ja, ich weiß. Labor. Also, ich wollte es nicht zu groß bauen. Das muss also erstmal reichen. So. Weiter. Eine gefälschte Forschungsmaschine?
Eine Forschungsmaschine. Ah, okay. Also können wir eine falsche bauen, die dann zerstört wird von irgendwelchen Saboteuren und die richtige ist irgendwo weiter hinten in der Basis zum Beispiel. Okay. Nö, dafür haben wir nicht noch Platz. Wir bauen gleich eine richtige. Also, eine Forschungsmaschine. Zack. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Eine Datenbank. Hier passen dann zwei hin, ne? Objekt ja, sehr gut. Wurde in Auftrag gegeben. Wie jetzt? Wir können nur eine von jedem haben? Doch ein Witz, oder? Ha. Das finde ich jetzt komisch. Forschung ermöglicht Ihnen. Ja, das wissen wir schon. Vielleicht muss es erst gebaut werden und danach kann ich was Neues bauen. Und was blinkst du denn so? Besser leben mit Chemie. Bevor Sie Experimente durchführen können, muss mindestens ein Typ Laborgerät in dem Labor vorhanden sein. Stehen Sie entweder die Zentrifuge, den Schlagfestigkeitsanalysator oder den Laser und erforschen Sie dann nach etwas Neuem. Die Justizstreitkräfte werden nun uns so lange auf die Nerven gehen, bis sie die Forschungsmaschine zurückbekommen haben. Bauen Sie eine Nachbildung und lassen Sie diese von Ihnen stehlen. Oh, okay. Ja, die bauen wir einfach hier vorne. Labor. So, weiter. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Gefälschte. Wo sind die Füße? Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. So, der das Bau des Raums geht weiter. Müsste doch eigentlich funktionieren. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, rote Punkte. Ich sehe viele rote Punkte. Die haben aber alle ein Tag? Nein, die da haben keinen. Einbrecher. Obwohl, nee, die kriegen keinen Tag. Die sollen jetzt ruhig mal klauen gehen. Und was kommt hier? Spitzel. Spitzel können ruhig verwirrt werden. So. Weltkarte. So, das hätten wir. Wie viele haben wir verloren? Ja, doch. Blau ist jetzt ganz schön angepisst. Die ziehen wir mal ab. So, also Orange regeneriert sich, Blau regeneriert sich. Rot, was bist du? Den Wissenschaftler als Geisel nehmen. Forschungsarbeit im Labor kommt zum Stillstand, da kein ausreichendes wissenschaftliches Personal vorhanden ist. Oh, sehr schön. Vier Arbeiter, ein Techniker. Dann schicken wir doch mal 1, 2, 3, 4 Arbeiter dahin. Zwei davon, zwei davon, zwei, drei davon. Und der Rest kann nicht hier mithelfen. Obwohl, nee, das ist ja auch rot. Die sollten wir eigentlich abziehen und zu gelb schicken, also hier hin. So, du. Jetzt müsste das so weit okay sein. Was blinkt denn hier hinten noch? Ach, da ist der Laser. Den hätte ich auch ganz gerne demnächst. Zwei Techniker, zwei Wachen. Oh, das machen wir auch mal schnell. Also 1, 2, 3 davon, 1, 2, 3 davon. So, weiter. Das wird gebaut, das wird gebaut. Es war auch gar nicht mal so teuer. Aber wer weiß, wie teuer der Laser später wird. Also wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir jetzt diese Forschungsmaschine, den Laser und das andere Gerät und dann pro von diesen dreien nochmal so eine Datenbank. Also müsste der Raum hier eigentlich reichen. Alibi-Soldaten. Die konnten wir, glaube ich, gar nicht verwirren, oder? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wollen wir schon mal Alarm geben? Ja, komm. Gelber Alarm muss erstmal reichen, dass jeder seine Waffe hat. Weil bei rotem Alarm würden wir ja gleich jeden abschießen, der in der Basis ist. Und die Einbrecher sollten eigentlich ganz schnell das da klauen. Auch wenn es noch nicht mal aufgebaut wurde. Also ihr müsst euch alle mal ein bisschen beeilen. Warum hängt ihr alle bei dem? Wir brauchen definitiv mehr Kameras. Aber da war irgendein Haken beim Kameras bauen. Oh, oder auch nicht. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Okay. Ich hätte schwören können, dass wir... Das ging vorher nicht.
machen wir nochmal hier auch noch eine. Und hier auch noch eine. Dann müsste der gesamte Eingangsbereich einigermaßen abgedeckt sein. Sehr schön. So, du stirbst, du auch, du auch, du auch. Und irgendjemand bau doch mal bitte endlich die Forschungsmaschine. Die falsche. Und die richtige. Wow. Ist ja richtig Andrang. Warum dauert das so lange, eine Waffe zu nehmen? Da sind Pistolen, da sind Pistolen. Ihr könnt auch nebeneinander bei den Waffenregalen stehen. Es ist absolut kein Problem. Also ja, auf der nächsten Insel werden wir definitiv kleine Miniräume haben. 2x2 Räume. Ähnlich wie bei den Schatzkammern. Wo dann einfach nur Waffenregale drin sind. So, hier sind die Soldaten. Oh, und beide Handlanger sind direkt hierbei. Ist doch praktisch. Treibt euch mal hier am Eingang rum. Okay. Noch ballern sie nicht, das ist gut. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wann sie anfangen zu schießen. Weil das sind ja keine Ermittler. Die sind ja hier, um uns umzubringen und nicht um irgendwas rauszufinden. Na komm schon, pull dir in die Füße. Schnell, Anna also. Es scheint doch zu klappen. Das ist doch schön. Komm, 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 mehr Füße, Füße polieren. Mehr Füße polieren. Ich sollte vielleicht kurzfristig von den anderen die Texte mal wegnehmen. Damit echt nur die Soldaten verwirrt werden. Aber eigentlich haben wir genug Kammerdiener. Ich verstehe das echt nicht. Sagt die Weltkarte. Sind inzwischen alle da? Jo. Einmal entführen, bitte. Den werden wir nachher noch verhören müssen. Und hier den Laser. Auch los. Haben wir zwar nur 3-3, aber ich hoffe mal, das funktioniert. Das Risiko ist ja 0 gewesen. Und 0 klingt nach wenig. Was haben wir hier? Hier ist jetzt die Zentrifuge. Zwei Techniker, zwei Wachen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wir ziehen hier einfach nochmal einen davon ab. Und da auch 1, 2 davon ab. Und die kommen auch alle hier unten hin. So. Sehr gut. Bisher ist immer noch kein Soldat drin. Ja, und weil wir uns bewaffnet haben und die feindlichen Soldaten jetzt unsere Leute mit Gewehren gesehen haben, fangen sie an zu schießen. Das hätte ich lassen sollen. Aber gut, Alarmstufe rot. Wo sind unsere Leute? Du, bring den da um. Und Kane, du läufst da und verwirrst die alle. Kane, achso. Psychoterror. Ich sagte Psychoterror. Hm. Okay. So, die Kammerdiener prügeln sich jetzt. Es ist nicht so schön. Und die ganzen Wachen hängen hier hinten rum und machen nichts. Die schlafen. Ist richtig. Player, Player, Player. Und die schlafen. Mhm. Warum nicht? Wir haben ja genug Kammerdiener. Hm? Das ist alles sehr skurril. Kameras, die mitten so auf einer Düne stehen. Soldaten, die nichts machen. Kammerdiener, die sich mit irgendwelchen Frauen prügeln und um die Wette laufen. Das ist eine komische Welt. Und er spielt Klatschen mit seinem Affen. Hallo, töten. Genau. Kane, machst du wenigstens was Ordentliches? Ja, du tötest. So hört sich das. So. Zum Eingang. Töten, töten, töten. Du auch. Töten, töten, töten. Wir haben immer noch 120 Leute. Also wirklich viel scheinen wir bisher nicht verloren zu haben. Das ist gut. Und die Forschungsmaschine ist weg.
Also, irgendjemand hat sie wohl schon geklaut. Das ist gut. Steht die andere? Nee. Warum ist die gefälschte Forschungsmaschine hier hinten gelandet? Das Objekt wird in Kürze versetzt. So. Alle tot? Ich sehe... zwei Soldaten, aber die fliehen. Macht nichts Nützliches. Nee, komm, die müssen sterben. Du. Darauf. Die kriegen jetzt alle ein Töten-Tag. So. Laser erhielt dich. Sehr schön. Du tötest, ja. Du läufst irgendwo anders hin. Ach, das schafft der Großwildjäger schon alleine. Warum läufst du weg? Achso, wir sind geflohen. Sehr schön. Dann zurück an die Arbeit. Die restlichen roten Punkte auf der Karte müssten verwirrbar sein. Und wir haben die Geisel bekommen. Sehr schön. Dich verwirren wir auch mal. Okay. Wir bauen noch ganz schnell den Laser. So. Laborlaser. Oh, der braucht ganz schön viel Platz. Da, so hin. Haben wir davon auch eine gefälschte Version? Nö. Wir brauchen doch nur eine Datenbank. Na, komisch. Aber na gut. Soll mich nicht stören. Rote Punkte. Okay, okay. Kane hat den Wissenschaftler am Kragen. Der wiegt wohl nicht so viel. Oder Kane ist unheimlich stark. Was macht unser Großwildjäger? Der war doch hier unten irgendwo. Er geht sich ein, hinter die Binde kippen. Ja, okay. So. Das schreit doch gerade dazu, danach abzuspeichern. War zwar ein wenig chaotisch, als die angefangen haben zu schießen, aber es war bei weitem nicht so schlimm, wie das erste Mal, als die Soldaten kamen. Nachfolge. Was war das denn gerade? 41. Und wir sehen uns gleich wieder.